Fehlerball spielen. Warum sind die Leute so närrisch auf Fußballspiele? Der Sibyl Herberger sagt, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Genau, aber es kommt noch was dazu. Fußball ist ein Fehlerspiel. Wer weiß das besser wie der SV Waldhof? Vielleicht der VfR? Fehlerspiel heißt nicht, dass auch Fehler gemacht werden. Das ist schon im wirklichen Leben so. Du brauchst das Drama Fußball nicht. Fehlerspiel heißt, es passieren dauernd Fehler. Fehler sind die Seele des Fußballspiels. Es gibt wenig im Leben, wo Gelingen und Scheitern so nah beieinander liegen und sich so schnell abwechseln. So entstehen Wechselbäder zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. In der Psychiatrie heißt es bipolar. Dass ein Torwart den Ball abwirft, sei Vaterlein über das ganze Feld spielen und den Ball ins gegnerische Tor sense, ohne dass was dazwischen kommt, passiert so gut wie nie. Und wann? Dann bloß, weil die gegnerische Mannschaft lauter Fehler gemacht hat. Die Mannschaften kämpfen 90 Minuten, bei der WM sind es meistens 95, manchmal 120 Minuten, die ganze Zeit wollen sie Tore schießen. Im Durchschnitt kommen aber bloß 3 Tore pro Spiel raus. Zum Vergleich, Handballmannschaften spielen 60 Minuten und schießen 50 Tore dabei. Handball ist halt kein Fehlerspiel. Und Scheitern kann im Fußball eindrucksvoller sein, wie es gelingen. Ein Ladeschuss lässt manchmal mehr Adrenalin und Dopamin ins Blut schießen, wie ein neu genuscheltes Tor. Was wäre der Fußball ohne all die viele Schiss, wo beinahe neu gegangen wäre? Das hat damit zu tun, dass die Koordination arg Fuß viel schwieriger ist wie die von arg und Hand. Die Hand ist von der Evolution zum Handwerkszeug geformt, der Fuß nicht. Er ist ein Gehwerkzeug. Man kann mit dem Fuß den Ball stoßen, schlänzen und stoppen, streicheln, kicken und kloppen, aber man kann ihn nicht packen wie mit der Hand. Außerdem ist der Abstand arg Fuß viel größer. Es ist schwerer, den Ball und die Umgebung gleichzeitig zu beobachten. Da kommt es auf etwas an, was die Fachleute periphere Sehen heißen. Der Volksmund hat längst ein passendes Bild dazu gefunden. Über den Tellerrand hinausschauen. Die besten Spieler lassen kein Arg vom Ball an ihre Füße und sehen doch den Mitspieler, wo 2 oder 40 Meter weiter steht oder in einen Raum neu läuft, wo der Pass ihn fußgerecht erreicht. Und das alles bei hohem Tempo. Alles gut also? Nee. Die FIFA hat bei der WM notorisch Szene durchgehen lassen, wo an Wrestling erinnern, Knochenbrechen und die Trikots Stretch-Tests aussetzen. Und warum? Dass noch die letzte Schnapsnase beim Public Viewing oder daheim eine Sensation erlebt und die Werbung in the Cap lang wirkt. Bier, Nicotino and Money, haben die Schiedsrichter Käse bei der WM.